Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meiner Reihe Mamas erzählen. Heute habe ich die liebe Nicole da. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke für die Einladung, Julia. Sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, zu Beginn stellst du dich erstmal kurz vor, wer du bist und was du machst. Also ich bin Nicole Peer und ich bin Mama von einer 11-jährigen Tochter. Wir wohnen am Ammersee, wunderschön. Und ich bin 47 Jahre erst geworden, vor kurzem. Ich bin seit circa zweieinhalb Jahren unterwegs, auch als Coach. Selbst, ich nenne mich die Heldenmacherin. Und bei mir ist der Fokus auf Mamas bzw. Familien und die Kinder und die Jugendlichen. Ja, also bei mir heißt es, sei nicht perfekt, sei einzigartig. Und es liegt mir ganz, ganz besonders am Herzen, in der heutigen Zeit zu ermutigen, eben wirklich den Helden in sich oder die Heldin in sich selbst zu entdecken und dann auch leben zu können. Das ist der Fokus meiner Arbeit, genau. Ich bin Reflexintegrationstrainerin. Das kennen vielleicht viele noch nicht. Da geht es um frühkindliche Reflexe. Wenn die nicht integriert sind, dann sind viele Themen bei den Kindern oftmals eben in der Schule oder im Vorschulalter, die jeder wahrscheinlich auch schon mal gehört hat, ne? Diese Zappel-Philipp-Geschichten oder all die Dinge, die dann im Weg sind, wenn die Schule angeht. Und da kann Reflexintegrationstraining ganz gut unterstützen. Jo. Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Das finde ich spannend. Wir haben uns beide heute überlegt, dass wir über das Thema Selbstliebe sprechen wollen. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal damit, wie so deine eigenen Erfahrungen waren. Wann du das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen bist und vielleicht auch gerne mal, wie so davor dein Ausgangspunkt war, also wie du dich selbst wahrgenommen hast. Also das Thema Selbstliebe, das war für mich ein steiniger Weg. Weil ich wirklich, meine Selbstliebe hat angefangen, eben, dass ich sie wahrgenommen habe, dass sie nicht vorhanden war. Ich glaube, da war ich eher ja schon ja, so in meinen 20ern oder vielleicht auch schon früher, 18, 19, 18, 17 und oftmals auch schon mit 15. Und das kennt wahrscheinlich jede Frau, jedes junge Mädchen vor allen Dingen, dass es, dass man sich so, wie man aussieht und so, wie man sich fühlt, wenn man in den Spiegel schaut und sich mit anderen vergleicht, nicht gut anfühlt. Und das Thema Selbstliebe ging damit einher, weil ich mich einfach nur gemocht habe, wenn ich denn, oder ich habe beschlossen, ich mag mich nur dann, wenn ich dem und dem entspreche. Und das war wirklich ein unschöner und steiniger Weg für mich. Ja. Und ganz, ganz früh hat es schon angefangen, als ich noch ein ganz kleines Mädchen war, weil ich eben mit zwei jüngeren Schwestern groß geworden bin. Und die haben eine andere körperliche Konstitution gehabt wie ich. Und man fängt dann an, sich zu vergleichen. Und man kriegt es auch von außen gesagt. Und das hat wirklich was mit mir gemacht. Das hat bestimmte Glaubenssätze in mir manifestiert. Und kennst du ja auch in deiner Arbeit. Und das ist einfach etwas, was dann sehr, sehr, sehr prägt und sehr, sehr, sehr belastet und was du ganz lange mit dir mitnimmst. Ja. Könntest du einen so einen Glaubenssatz formulieren? Kannst du den nennen? Ja, ganz simpel. Ich bin zu dick. Ja, das war bei mir auch so. Meine Schwester, wie du sagst, sie hatte einfach eine andere Konstitution. Sie war die Sportliche. Mhm. Ich war es halt einfach so gar nicht, ne? Ich war halt eher die Musische. Aber darauf hat halt niemand geschaut. Was sind ihre Stärken? Was sind deine Stärken? Es war nur, sie kann das und du nicht. Das kennen natürlich auch viele. Genau. Ja, ja. Das ist extrem prägend, wirklich, wenn man das auch immer wieder von außen gesagt bekommt, dass man einfach so und so aussieht. Mhm. Und wenn man auch nach diesem äußeren Bild mehr bewertet wird, ja, von außen, anstatt einfach mal nachzufragen oder wirklich, wie du sagst, was sind denn die Stärken oder auch den Menschen oder dann sprechen wir es mal deutlich aus, das Mädchen, das da vor einem steht, so wahrzunehmen, wie es wirklich ist. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viele junge Frauen, Teenager, generell jede Frau kennt und teilt, weil wir einfach uns
nach wie vor noch sehr über unser Äußeres definieren und uns auch damit, damit auch in Beziehung gehen. Ne? Genau. Würde ich sogar sagen. Und warst du dir damals, also mit 15, 16, warst du dir dem da so schon bewusst oder hast du das dann erst im Nachgang später so reflektiert? Oh ja, das war mir in dem Alter schon bewusst. Mhm. Also ich habe mal wirklich bei diesem klassischen Körperthema, was dann vieles andere mit hineingezogen hat. Also ich habe ungefähr, ich habe Erinnerungen, wo ich wirklich mit ich würde mal sagen 5, kurz vor der Einschulung, da wurde dann irgendwann mal meine jüngste Schwester geboren, auf einer Liege, da gibt es so ein Foto, das habe ich noch total präsent, sitze ich auf der Liege, nebendran das kleine, frisch geborene Baby, meine kleine jüngste Schwester, und die Nicole saß so da und hat ihren Bauch festgehalten und hat den Kopf eingesteckt. Und heute kann ich mit dieser Kleinen mitfühlen, aber es gab eine Zeit, wo ich wirklich diese Fotos von meiner Kindheit nicht anschauen konnte. Das kenne ich auch, wenn dann schon die Tränen hochkommen, wenn du einfach ein Foto ansiehst, ne? Ja. Bei mir war es aber genau anders. Ich habe immer gedacht, boah, ich finde mich ganz toll. Ich habe überhaupt kein Problem mit mir. Ich habe mich gefunden, ich bin bei mir. Also so eine totale Scheinwelt. Und erst später habe ich mitbekommen, dass ich mir da selbst eigentlich was vorgespielt habe. Und wenn ich mir Fotos aus der Zeit angucke, sind es bei mir die Augen. Dass vielleicht der Mund lächelt, aber die Augen überhaupt gar nicht. Ja. Und das hat man dann aber erst so mit der Zeit später dann herausgefunden und dann halt auch mal so reflektiert, dass man halt zum Beispiel auch dann in der Schule, da gab es dann auch die Mädchen, die so waren, wie das so der allgemeinen, ne, wie jeder sein wollte. Und den hast du dann so nachgehechelt, du hast die Haare so getragen und die Klamotten danach ausgewählt. Genau. Das fand ich damals überhaupt nicht problematisch. ist mir nie so bewusst geworden. Und dann später hat man eigentlich mal reflektiert, wie schlank man damals war, im Gegensatz zu jetzt. Und damals hat man sich so dick gefühlt. Und das hat mir echt zu denken gegeben. Ja. Dass man auch einfach ein falsches Körperbewusstsein total hatte. Mhm. Ja. Und für mich war es auch so, dass dann in der Pubertät, wenn, also ich kann mich erinnern, so alt wie meine Tochter oder unsere Tochter jetzt ist, mit 11, da hatte ich so einen Durchbruch. Also ich hatte es geschafft, mit Unterstützung von meiner Mama wirklich einiges an Kilos loszuwerden. Dieses Buch, das habe ich noch, das ist ein kleines Büchlein von damals Schneider Verlag. Das hieß Die Brigitte Bikini Diät für Teenager. Nein. Ja, das Buch war aber insbesondere für damalige Zeiten brutal cool. Also ich meine, wenn man sich das vorstellt, es gab ja noch nicht Instagram und YouTube und sonst was und wie Blogger. Ja, zum Glück, weil da in diesem Buch war wirklich das erste Mal, sage ich mal, auf Dinge eingegangen, was machst du, statt zu essen, wenn es dir mal nicht gut geht. Und ich habe ziemlich schnell über dieses Büchlein kapiert, dass Essen für mich einen Trost bedeutet hat. Also mir hat ganz viel gefehlt, das habe ich jetzt dann später in meiner Aufarbeitung rausgefunden, aber mir hat ganz, ganz viel gefehlt eben an das, was Nahrung ist für Kinder, egal ob Junge oder Mädchen übrigens, also Aufmerksamkeit, Liebe, Geborgenheit, Zuwendung, Lob, ne? Also dieses angenommen fühlen, genau. Gefühlt sein, ja. Und das hat mich sehr gefehlt und das habe ich kompensiert über Essen. Und da habe ich mich dann kurz genährt gefühlt, ja, und dann, das war aber eben nur so kurz, und dann habe ich wieder gemerkt, oh, aber eigentlich hätte ich das nicht sollen. Und es war dann diese ewige Spirale. Ja. Und mit eben 11, ja, mit 11 habe ich dann das geschafft, dank diesen Büchern das mal durchzuhalten, weil da auch so, naja, ich sage jetzt mal, psychologische Tipps drin waren, weißt du, und ich mich abgeholt gefühlt habe da drin. Dass es waren nicht irgendwelche Frauen-Brigitte-Diät-Dinger, die meine Mama versucht hat, mich zu unterstützen, sondern es waren wirklich auf mich, auf meine Situation. Und das hat mir gut geholfen. Auch mal so Spiegelübungen, ne? Guck dich in den Spiegel an, wie siehst du dich da? Und das waren schon ein paar so Sachen, die habe ich dann im Laufe meines Lebens auch nochmal ein paar Mal wiederholt, weil mein Gewichtszustand oder meine Körperform ging immer hoch und runter. Ja. Wahrscheinlich schon durchs Mutterwerden. Ne? Dann nimmt das ja nochmal ganz andere Dimensionen an. Mhm. Aber das mit dem Essen in der Kindheit kann ich genauso bestätigen. Und auch dieses, in dem Moment fandest du es gut oder es hat dir gut getan und kurz danach hat man sich dafür geschämt und dafür verurteilt. Ja. Ne? Und dann fühlte man sich eigentlich noch dicker.
weil man dann auch was Süßes gegessen hat, war ganz, ganz furchtbar. Ich hatte damals mit dem Kinderarzt zusammen, musste ich so eine Diät machen und hatte dann auch so ein Büchlein, aber ich habe Smileys bekommen. Entweder halt rote oder grüne, je nachdem, wie ich es so gemacht habe. Das ist schon ganz, ganz schrecklich eigentlich. Aber es stimmt wirklich, dass ich froh bin, dass es YouTube und Instagram damals noch nicht gab, weil sonst dieses Vergleichen noch viel, viel schlimmer gewesen wäre. Mhm. Ja, und das ist auch wirklich etwas, was, was unsere heutige Zeit massivst fördert. Und vor allen Dingen auch, finde ich, so eine riesen Fake-Blase, ja. Und das ist etwas auch, was ich in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch sehr, sehr wichtig finde. Und im Zusammenhang mit den Eltern, wenn je früher Kinder heutzutage Handys bekommen, wir machen uns keine Gedanken darüber, was diese Generation mit diesen Dingen alles macht. Ja. Viele wissen es nicht. Und es passiert einfach ganz schnell, dass die in so einen Zug reinkommen von eben, ich muss mich zeigen, ich muss so und so sein, ich muss die und die Fotos posten, sei es irgendwelche Posing-Fotos, also von Teenager-Mädchen, finde ich ganz, 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 ganz kritisch. Und zu sorglos damit umzugehen, finde ich eigentlich ja sehr bedenklich. Also wenn ich nicht sogar sagen will, ich finde es absurd, weil wir machen uns heute um so viele Dinge Gedanken, was unseren Kindern alles zustoßen könnte und wovon wir sie alles schützen und bewahren wollen. Aber bei diesem Thema sind, glaube ich, manche ganz schön blauäugig. Genau, das ist, glaube ich, blauäugig sein, ne? Ja. Weil man gar nicht abschätzen kann, was das hier beim Kind ausmacht, ne? Die kommunizieren das ja dann gar nicht so mit dir, sondern was dann in ihrem Inneren passiert, wenn sie halt auf Instagram jetzt klassischerweise solche Bilder zeigen, ne, und sich dann, oder ne, die sehen ein Bild bei Instagram und gucken sich dann selbst an und vergleichen das. Ja. Und da geht es dann nur noch um die äußeren Werte und gar nicht mehr um das hier, um das, was eigentlich für uns Erwachsene später eigentlich dann eher wichtiger ist, ne? Das Herz als das Aussehen eines Menschen. Man kann aber also sagen, du hast dich quasi schon mit 11 unbewusst mit dem Thema Selbstliebe auseinandergesetzt. Absolut. Ja. Damals hieß das wahrscheinlich für dich noch nicht Selbstliebe. Ja, sondern einfach mich zu akzeptieren. Mhm. Einfach auch, wenn man gerade in der Pubertät so mit 11 rum fängt das an, noch mehr da einzutauchen in wer bin ich, wer will ich sein. Ja, wenn wir jünger sind, dann machen wir uns darüber keine Gedanken, also im Kindalter. Ne? Wenig, sagen wir es mal wenig, weil es fängt auch da an, sich zu verändern. Das ist wirklich ganz krass. Dieses Miteinander, ne, und dieses Offensein füreinander, ich glaube, dass das geht viel früher verloren noch heute, wie zu damaligen Zeiten, weil eben so viel Input und von außen und dieses Vergleichen nicht nur untereinander, sondern eben auch virtuell stattfindet. Ja. Ja? Genau. Wie man zu sein hat, wie ich auszusehen habe, was ich tun muss, wie cool ist, wie sexy ist, wie, keine Ahnung, das ist alles eine riesengroße Blase und das ist umso wichtiger, finde ich es heutzutage, das Thema Selbstliebe oder wie ich mit mir selbst umgehe, gerade wir Mamas, unseren Kindern nicht nur zu sagen, ja, sondern das auch wirklich selbst zu leben, weil nur so funktioniert das authentisch und überzeugend. Genau, wirklich nur, wenn wir das Vorbild sein können. Ja. Weil die Kinder kopieren einfach, vor allen Dingen, wenn sie ganz, ganz klein sind, kopieren sie einfach. Hat sich das Thema Selbstliebe für dich nochmal verändert, als du Mutter geworden bist? Ja. Also für mich war vor allen Dingen, also es war interessant, auch so rückblickend, was das Leben versteht man ja meistens immer erst am besten rückwärts, weil bei mir war es zum Beispiel sehr schön zu erfahren, dass durch meine Schwangerschaft, die jetzt auch keine einfache, ein einfacher Weg war, wir mussten eine Kinderwunschbehandlung machen dafür, also viel mit, heißt mit Hormonspritzen und da ging auch schon einiges ab in meinem Körper. Das hatte eben diese, auch für mich bestimmte Nebeneffekte, eben auch Gewichtszunahme. Mhm. Also in dieser Zeit war ich nicht wirklich glücklich mit meinem Körper, aber ich habe es sehr ausgeblendet, weil mein Fokus war auf das Schwangerwerden. Mhm. So, und dann wurde ich glücklich Mama und ich habe gemerkt, wie mir das so unwichtig wurde. Ja. Und durch das, dass es nicht mehr so diese Präsenz hatte und diesen Fokus, hat es auch an Schwere verloren.
Genau. Und es hat sich, das Thema Selbstliebe hat sich insofern auch verändert, dass ich gemerkt habe, es durch dieses Mama-Sein hat sich einfach dieses ständige Kreisen um mich, wie ich mich dann mag oder wie ich mich lieben kann, verändert. Und das fand ich ganz positiv festzustellen. Und interessanterweise habe ich dann auch ziemlich schnell mein Gewicht, das wirklich üppig war bei oder kurz nach der Geburt, so verloren. Und würde sagen, also manche verändern ja das Gewicht, ne, nach der Geburt und bleibt ein bisschen was hängen. Bei mir ist es genau das Gegenteil geworden. Mhm. Aber ich verknüpfe das ganz eindeutig, weil ich es auch spüre, damit, dass ich mit mir selbst zufriedener und liebevoller umgehen kann. Schön. Ja. Bei mir war es auch so, dass ich nach der Geburt meines Sohnes, also nach meiner ersten Geburt, so schlank war wie nie zuvor. War aber harte Arbeit, aber nicht im positiven Sinne. Und ich habe mich da wirklich gegeißelt. Und jetzt so rückblickend kann ich sagen, dass ich mich durch die Geburt, also als ich das erste Mal Mama wurde, ganz weit von mir entfernt habe. Okay. Weil dann plötzlich nur noch dieses kleine Wesen wichtig war. Und meine Bedürfnisse, nach denen habe ich schon gar nicht mehr gefragt. Da hatte ich auch gar kein offenes Ohr dafür. Mhm. Und da musste ich dann erst wieder dahin zurückfinden. Was sind denn meine Bedürfnisse? Was brauche ich denn? Was tut mir denn gut? Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Bei mir war das interessanterweise nicht so, was mich gewundert hat. Aber ich glaube, dass das manchmal zusammenhängt auch, ja, wie man so durch sein Leben bisher gegangen ist. Mhm. Ne? Und ich glaube ganz fest daran, dass alles im Leben irgendwo einen Sinn hat. Und alles, was uns passiert, oder ich spreche jetzt mal für mich, alles, was mir bisher passiert ist, sei es das Ätzendste, wie zum Beispiel, dass ich nicht so einfach Kinder bekommen konnte wie alle anderen. Sonst hätte ich heute auch mehr wie ein Kind. Und mich das manchmal immer noch traurig macht, aber da auch spielt uns die Natur gut in die Karten, weil wenn du dann irgendwann mal über die 40 bist, dann nimmt auch dieser Wunsch ab. Es wird weniger, kann ich sagen. Und man kann wieder mehr genießen, dass man manche Sachen jetzt freier leben kann, ne? Auch im Muttersein. Ja. Das macht dann auch Spaß, wenn nicht mehr die Bedürfnisse der kleinen Kinder so groß sind. Ja, man wird anders gefordert, gar keine Frage, aber diese kleinen Kinder oder diese Themen werden weniger, du bist nicht mehr so sehr gebraucht. Und ich finde einfach, das ist extrem wichtig, das einfach so immer mal wieder so anzuschauen, warum ist das jetzt gerade in meinem Leben so? Mhm. Na? Ja. Und dann nochmal einen Schritt zurück zu nehmen und zu sagen, nicht so, warum? Weil auf diese Frage, oder warum kann ich nicht so und so aussehen oder warum kann ich das jetzt nicht so einfach abnehmen oder dahin kommen, wo ich hin will, sondern einfach zu sagen, was für einen Sinn steckt dahinter oder was kann ich daran lernen? Ja, das ist immer schön. Ja. Und das ist natürlich, also das sagt sich jetzt so leicht, ne, in diesem Gespräch, das wir jetzt gerade hier führen. Ja. Aber wenn den Zuhörerinnen von dir, kann ich auch sagen, es gab so viele Momente in meinem Leben, wo ich echt gekotzt habe, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Ja. Um es ganz deutlich zu sagen. Und wo ich mich gehasst habe dafür, dass ich nicht so und so bin und dass ich nicht so und so bin und dass ich doch deren dahin möchte. Mhm. Und das kennt jeder. Und das ist einfach so der Klassiker, wenn man dieses sich selbst lieben an Bedingungen knüpft. Ja. Na? Erst wenn ich das und das habe, so und so bin, so und so aussehe. Ja. Und ich finde es auch immer ganz spannend, dann einfach für sich rauszufinden, dass sich die Dinge wirklich verändern, egal ob du jetzt ein Thema hast mit Kollegen, Partner, Kinder oder mit dir selbst. Wenn du anfängst, selbst da eine andere Perspektive einzunehmen und auch mal anders zu denken tatsächlich, das ist ja auch etwas, was ich immer so gern sage, ich möchte inspirieren, dazu anders zu denken und dann anders auch zu handeln, dann kann sich wirklich die komplette Welt verändern. Ja, schön.
Und das klingt wirklich, manchmal klingt das für viele, wie für mich manchmal auch, wenn man in dieser Situation steckt, sagt man so, bla bla bla, ist schon recht. Ja? Du hast ja leicht reden. Mhm. Weil man sieht ja nur die Menschen dann so, wie sie jetzt sind. Ja. Und denkt sich, also so ging es mir auch immer, und denkt sich, ja, die, so wie die, da hat was erzählt, die weiß ich doch gar nicht, ne? Aber man weiß gar nicht, der Mensch, die Frau, der Mann, das Kind ist ja auch ein Stück des Weges gegangen. Mhm. Und das ist heute was, was ich total gerne heute teilen möchte mit deinen Zuhörern, weil das vergisst man leicht. Ja, genau. Ja. Dass man eigentlich heute nur so sein kann, weil man halt auch diese Tiefpunkte hatte. Genau. Wie gehst du persönlich mit diesem Thema Vergleichen und Instagram und so um? Wow, also das ist auch ein immer noch übrigens manchmal sehr nerviges Thema für mich. Ne? Also ich ertappe mich, also gerade wo ich dann angefangen habe, auch mich mehr und mehr zu zeigen mit meiner Heldenmacherin, was wir viele Coaches machen. Wir müssen uns zeigen oder wir meinen, wir müssen dies und jenes tun und so oft präsent sein. Schon wieder los, ne? Das heißt auch da, wir vergleichen uns und interessanterweise sind wir ja auch da ganz viele Frauen. Ja. Ne? Ich nehme das, vielleicht ist es nur so, weil ich Frau bin und mir Facebook und Co. das so zeigt. I don't know. Aber es ist sehr spannend zu sehen, wie sehr wir uns dann bemühen, von unserer besten Seite zu zeigen und sagen, okay, ich muss so und so sein. Und ich muss so und so oft mich zeigen und so oft posten, live gehen, whatever. Ich muss sagen, das war am Anfang für mich purer Stress. Also das war wirklich ein Stress, dass ich dachte dann immer so, wow, okay, ja, wie viele haben jetzt darauf reagiert und sieht das überhaupt jemand? Ist das wichtig, was ich zu sagen habe? Wie erreiche ich die Menschen mit meiner Botschaft? Das hat mich dir... Da definierst du dich dann schon wieder über Klicks und Likes und Abonnenten. Kenne ich. Ja. Ja. Genau. Auch in so einer Schleife, wo ich dann schon mehrmals täglich nachgeguckt habe, wie viele Likes, wie viele Abonnenten, bis ich irgendwann begriffen habe, dass das so unglaublich schädlich ist und habe es mir dann einfach am Anfang komplett verboten. Ich habe mir erlaubt, einmal die Woche nachzugucken und ansonsten habe ich es einfach gar nicht gemacht. Ich habe mir das verboten und dann peu à peu konnte ich ein gesundes Verhältnis dazu aufbauen. Aber ich musste erstmal so diesen ganz krassen Cut machen. Ja, spannend. Und bei mir war es so, dass ich entdeckt habe, je mehr ich darauf gegeiert habe, immer zu gucken, umso weniger ist passiert. Ja, das sowieso. Genau. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich wirklich das, was ich reingebe, gebe ich wirklich von Herzen. Ja? Mhm. Und ich überlege mir das sehr genau. Und ich mache das, was ich tue, immer gerne mit hundertprozentiger Herzensaufmerksamkeit auch. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ich gebe das jetzt da rein oder ich gebe das in die Welt. Und whoever needs it, nimmt's, ja? Ja. Und wer nicht, der nicht. Und es wird da draußen Leute sein, die denken sich, ach, die schon wieder, es interessiert mich doch einen Scheiß. Ja? Und damit zu gehen und das auch mal so sein, so stehen lassen zu können. Und dann habe ich gemerkt, dass es interessanterweise, dass die Leute, dass es dann, also das bekam tatsächlich mehr Aufmerksamkeit. Also es ist auch viel energetisch, ne? Also auch mit dem Thema Selbstliebe oder das Thema Vergleichen. Wenn du da oben denkst, oh, jetzt treffe ich meine Freundin, meine Nachbarin, Kollegin und die ist doch viel toller wie ich, dann wird dir das definitiv bestätigt. Ja. Und auch das ist ein Learning für mich gewesen und ist es immer noch. Ja, das ist ja ein ständiger Prozess. Aber es ist natürlich so, wenn du einen Mangel empfindest bei diesem Social-Media-Kram, dann kannst du auch nur Mangel empfangen. Aber wenn du einfach einen Post schreibst aus deinem Herzen heraus, dann bist du ja in Fülle. Und dann kann dir ja auch Fülle zurückkommen. Und ich habe gelernt, diese Leute, die darauf negativ reagieren, die brauche ich auch nicht. Die möchte ich auch nicht. Und dann kann mir deren Meinung eigentlich dann auch egal sein. So ist es. Also würdest du beschreiben, dass Selbstliebe schon so ein Auf und Ab ist? Na, 100 pro. Ja. Also... Und weißt du, das ist so, ich finde es auch spannend, wir hatten das Thema ja mal in unserem Vorgespräch auch, ich finde es auch spannend, ich kann das natürlich sagen mit 47,
dass das wirklich sich auch mit dem Alter total verändert, weil machen wir uns nichts vor, als ich 37 war oder 30, also das Thema Alter war für mich kein Thema. Für mich auch nicht gerade, ja. Ja, eben, das interessiert dich nicht. Und irgendwann, also so wie mich vorher das Thema Heiraten, Kinder kriegen mit 20 nicht wirklich so brisant interessiert hat. Und das Leben hat einfach so bestimmte Wellen und Phasen, wo dann etwas einfach dran ist. Und dann das ist das Berühmte, ich will mir ein rotes Auto kaufen, auf einmal sehe ich nur noch rote Autos. Ja. Oder ich möchte schwanger werden, ich sehe nur noch Schwangere. Ich fühle mich allein, möchte mich verlieben, ich sehe nur noch Verliebte. Ne? Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel, dass man auch nochmal versteht oder so ein bisschen reflektieren kann. Das funktioniert schon gut mit diesem großen Spiegelprojektor, was auch immer. Wenn wir uns das vorstellen und daran denken, dann wird es uns gezeigt. Und deswegen finde ich das immer so gut zu verstehen, was man damit meint. Wenn ich gut über mich denke und es übe, also dieses berühmte Mindset, was viele sagen, dann kann ich mich auch anders ausrichten und dann zeigt mir das Leben auch ein anderes Kinoprogramm, wenn man so will. Richtig, richtig. Ne? Ja. Und so ist das, finde ich, auch wirklich, wenn man jetzt mal bei diesem Vergleichen und Selbstliebe und wie sehe ich aus und wie habe ich zu sein. Ich denke, es ist eine ganz, ganz spannende Zeit, in der wir leben, weil wir einfach eben auch als Mamas, finde ich, so eine wichtige betreuende Rolle haben, indem wir wirklich auch darauf achten und hinterfragen und auch mal uns auseinandersetzen damit, gerade wenn du jetzt Teenager-Kinder hast, und das ist manchmal übrigens auch schon mit 8-9-Jährigen zu beobachten, gerade bei den Mädchen, wie sehr sind die darauf geeicht, dass sie möglichst gut aussehen. Oder wenn du dein Kind oder deine Tochter mal dabei beobachtest, also das ist nämlich mal passiert, manchmal geht man an einem Spiegel oder an einer Scheibe oder so vorbei und man guckt dann einfach mal so kritisch. Ne? Ja. Ist nicht so, dass ich das nicht mehr mache. Und auch das beobachten unsere Mädchen. Und wie ich über mich spreche, das hören unsere Kinder. Ja. Und wenn wir wirklich manchmal so viele so Dinge sagen, oh, ich bin zu dick oder oh Mensch, schon wieder zugenommen, das hören die alles. Und sie meinen, als Frau habe ich so zu sein. Ja. Und dann kommt natürlich, jetzt wenn die rausgehen in ihren Freundeskreis und in ihre Mädchen klicken, die noch viel mehr dann vielleicht zum Beispiel dann drin sind mit dieser digitalen Welt schon, dann ist ganz schnell dieser Wettbewerb da und dann ganz schnell geht es dann auch in Richtung, Magersucht, Essverhaltensstörungen und eben dieses Thema Selbstliebe, das aufpoppt, wo sie die einfach verlieren. Ja. Na? Wenn du so einen schlechten Tag hast, wie gehst du damit um? Na, manchmal steht sich schon morgens auf und du kannst, egal was du aus deinem Kleiderschrank auswählst, du fühlst dich nicht wohl da drin. Mhm. Wie gehst du mit solchen Tagen um? Unterschiedlich. An manchen Tagen versuche ich die einfach zu ignorieren oder zu bekämpfen. Ja. aber den Großteil weiß ich, was mir zum Beispiel dann, dass ich etwas tue oder dass ich dann in diesen Momenten eine Bedürftige bin. Ja. Also ich weiß, irgendwas fehlt mir. Mhm. Irgendein Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt. Und dann erforsche ich, gehe ich mal so durch, was ist es denn? Und wenn ich da nicht drauf komme und fühle mich trotzdem einfach so zum Kotzen, dann lasse ich es einfach mal so und sage, okay, heute ist einfach ein Scheißtag. Ne? Ich nehme das halt mit, so wie ich morgens gut gelaunt aufstehe, nehme ich halt dann mal dieses Scheißergefühl mit. Ja. Und eine Sache, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist, was mir so gut geholfen hat, auch eben mit solchen Tagen besser umzugehen und noch mehr mich gut in mir zu fühlen, auch in meinem Körper, ist Grooven. Groove Dance. Ja, erzähl was davon, das ist richtig cool. Ja. Erzähl davon. Ja, also ich habe schon immer Grooven ist tanzen.
Ja, und ich habe schon immer leidenschaftlich gern getanzt und Musik ist mir unheimlich wichtig. Ich kann ganz viele Lieder einfach so mitsingen und mich super, ich bewege mich einfach sehr gern dazu. Und dann bin ich vor 2 oder 3 Jahren auf Groove gestoßen über Facebook und habe mir die Geschichte von Misty Tripoli angehört. Das ist die Dame, die tolle Frau, nicht die Dame, die tolle Frau, die tolle Lady, die das erfunden hat oder kreiert hat. Und es geht einfach darum beim Grooven, dass du tanzt, wie es deine Art ist, wie es dir entspricht. Ja, das wird da gefördert. Das kannst du da super gut üben. Und es ist eben anders wie manches, was ich im Fitnessstudio erlebt habe oder was wir alle von Fitnessstudios kennen. Vorne ist die Top-Trainerin. Ja. Ne? Und die macht das so perfekt und die macht das super, hat wahrscheinlich auch entsprechenden Superbody. Und dann ist unten die Reihe von Frauen, die versuchen, damit zu halten. Richtig. Ja. Und meistens beim Tanzen wird eine entsprechende Choreografie bei Zumba oder so, macht auch Spaß, habe ich auch probiert. Aber da gibt es einfach Choreografien, die du gemeinsam ganz gleich machst, sehr uniform. Beim Grooven gibt es das nicht. Ja. Also es gibt wirklich schon sehr einfache Vereinigungen, wo du sagst, wir sind im Rhythmus und in 2 bis 3 maximal einfachen Bewegungen vereint als Gruppe, weil wir die alle gemeinsam machen. Aber wie wir die machen, ist egal. Das heißt, der eine ist mehr extrovertiert, der andere kann schon mehr in die Vollen gehen und sich zeigen und kann auch noch besser in eine Diva Attitude gehen oder in ein so bitchy Attitude. Ja, das ist nämlich auch so ein bisschen, wir können es vergleichen mit Impro-Theater. Okay. Ja? Also einfach auch mal den Mut zu haben, das zu tanzen oder mit dem Cha-Cha-Cha oder Tango-Rhythmus, was du jetzt normal nicht tanzt, wenn du tanzen willst. Ja. Ne? Ja, da hat ja jeder so seinen Boogie-Groove-Move, ja, wo man sich sicher fühlt, also diese berühmte Komfortzone. Und das ist, wobei Groove total dich unterstützt, einfach das auszublenden und einfach dich zu trauen. Und du bist auch nicht, also ich bin nicht da vorne der Mittelpunkt und alle versuchen, so wie ich auszusehen beim Tanzen, sondern wir laufen kreuz und quer durch den Raum. Und ich bin nur sozusagen die begleitende Stimme, die ab und zu dich ermutigt, dir eine Idee gibt und du machst einfach dein Ding. Das finde ich schön. Genau. Ja. Weil dann schon wieder nicht so diese korrekte Ausführung und so muss das aussehen, weil da fängt es ja wieder an. Sind wir ja wieder beim Vergleich. Richtig. Sehr cool. Ja. Wir verlinken mal unten was in der Infobox. Wer sich das mal angucken will, wer jetzt so ein bisschen sehr gute Idee. Die Neugierde geweckt ist, dem verlinken wir das unten mal. Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast am Anfang gesagt, du hattest früher diesen Glaubenssatz, ich bin zu dick. Was ist aus diesem Glaubenssatz geworden? Also da kann ich nur jedem empfehlen, kennst du wahrscheinlich auch, The Work drauf zu machen. Von Byron Katie. Also damit habe ich gearbeitet. Und es ist auch interessant, ich möchte eins total gerne von meiner Erfahrung mitgeben. Es gibt einfach Dinge, die begleiten dich schon eine Weile. Und deswegen erwarte nicht, das habe ich auch gedacht, ich fange mal einmal damit an, so eine Session zu machen oder mir einen Coach zu buchen oder ein Buch zu lesen, dann habe ich es begriffen und dann ist es weg. Das funktioniert so nicht. Für mich ist es immer noch oft so in diese so Schichten. Es ist so, wir haben uns da was draufgepackt auf uns. Im wahrsten Sinne des Wortes auch, also ich spreche jetzt mal für mich auf meinen Körper. Ja. Das hatte auch seinen Sinn. Und man muss erst dahin kommen, dass man das wieder auszieht, sozusagen Schicht für Schicht. Und dann kommt man auf das Pudelskern. Und bei mir war dieser Satz eben von, ich habe es vorhin erzählt, von 5-jährigen Mädchen, bis vor dieses, 1 oder 2 Jahre, wo ich diesen Satz geknackt habe und ich habe mit dieser Umkehrung, wie es da so geht mit Byron Katie, erkannt, dass mein Denken zu dick ist. Ja. Ja. Und es berührt mich gerade immer noch sehr, wenn ich das aussprechen kann, weil es einfach
die beschissene, einfache Wahrheit ist. Ja. Ja. Weil wir uns, oder ich mache mir dann, ich mache mir diese Welt, also meine Nicole-Welt und mit meinem Körper, ich mache mir viel zu große, viel zu dicke Gedanken darum, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Oder nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Es gab sicherlich Zeiten, da hat es der Wahrheit entsprochen. Und dann war das jedes Mal, wenn ich so eine Bemerkung gehört habe, wenn sie auch nicht so wirklich böse gemeint war, aber das hat mich jedes Mal hier reingetroffen. Ja, verständlich, ne? Ja, weil es eben mit meinem Selbstwert was zu tun hatte, mit meiner Selbstliebe, die dafür nicht da war, weil ich wusste, ich bin nicht so, wie es dem Schönheitsideal entspricht oder whatever. Ja, und das war eine ganz, ganz große Erkenntnis. Und den habe ich damit losgelassen. Und heute, wenn ich, der ist eigentlich so gut wie nicht mehr da, aber ab und zu winkt er noch. Ja. Ja. Und dann denke ich so, ja. Das stimmt nicht. Ja. Das ist nicht mehr die Wahrheit. Genau. Ich finde, ist nicht mehr meine Wahrheit. Ja, genau. Ich finde diesen Satz so schön. Glaube nicht alles, was du denkst. Denkst, genau. Weil früher als Kind stimmte das vielleicht mal. Und dann hast du das gedacht. Aber du bist ja dieses Kind nicht mehr. Du bist ja die Erwachsene, Nicole. Und für dich muss das nicht mehr stimmen. Und du kannst ja einfach entscheiden, dass es für dich nicht mehr stimmt. Ne? Genau. Dass du diesen Gedanken nicht mehr glauben möchtest. Sehr, sehr schön. Ich danke dir von Herzen für dieses sehr wertvolle Interview. Ich würde gerne noch, dass du ein bisschen was über die Heldenmacherin gerne nochmal erzählst. Auch wo man dir vielleicht folgen kann, wenn man das möchte. Ja, total gerne. Also, ich bin zu finden auf Facebook unter Heldenmacherin Nicole Peer. Da bin ich auch ab und zu live, gibt da auch ein paar Impulse und eben poste. Manchmal schreibe ich auch Blogartikel, also meine Webseite ist auch ein Besuch wert. Und ja, demnächst findet man da auch, dass ich online begleite. Also, weil nicht jeder wohnt am Ammersee oder im Raum Ammersee. Ja. Also wer jetzt denkt, hey, das ist eine sympathische, die Nicole, freue ich mich total über eine Kontaktaufnahme. Online mache ich das hauptsächlich natürlich mit Müttern. Ideal habe ich auch schon mal eine Anfrage gehabt, das ist natürlich, wenn Eltern auch sagen, hey, wir möchten uns mal das anschauen, wie wir so als Elternpaar unterwegs sind. Ja. Das ist eben meine Vision, dass das nicht immer nur die Mamas machen, sondern wirklich auch gemeinsam, weil das ist die Basis jeder Familie. Oder auch mit Jugendlichen. Ich bin bei Heroes for Heroes mit dabei. Das ist die Plattform, die kennst du auch, ne? Mhm. Ja. Die Plattform für Jugendliche, wo auch kostenlose Coachings angeboten werden. Und ich mache eben Reflexindikationstraining und spreche viel darüber. Also dafür nutze ich auch Social Media, weil das so wenig Menschen kennen. Ja. Und das ist so wichtig, dass das die Runde macht, denn dass immer mehr Leute dazu googeln, umso mehr wird das nämlich bekannt. Und ich werde nicht müde, darüber zu reden, weil viele Eltern einfach auch diese, in manchen Gruppen, wo ich bin, kennen einfach diese Themen, wie ich von, also weiß ich nicht, da gibt es die verrücktesten Sachen, also Thematik, auch Hochsensibilität, Kind ist explosiv, ist sehr wütend, traurig. Also da ist eine große Palette an Gefühlen, die manchmal nicht allgemein, aber manchmal auch damit was zu tun haben, dass die frühkindlichen Reflexe da dahinter stecken. Also kann ich nur jedem auch ans Herz legen, sich da mal einzulesen oder mich zu fragen. Genau. Ja, ich bin auf Instagram auch, ja, aber da bin ich jetzt auch erst seit kurzem. Und ich freue mich immer über so Gelegenheiten, wenn ich eingeladen werde wie von dir, um einfach auch ja, die Menschen zu erreichen mit dem, wofür ich gehe und wofür gehe ich. Ich gehe dafür, dass wirklich mehr und mehr Familien begreifen, wie wichtig das ist. Also wie wichtig eine Familie ist und wie wichtig ein Paar ist. Mann, Frau, Eltern. Und dass es enorm wichtig ist, dass wir selbst uns überlegen, was für ein Vorbild wir sein wollen. Ja. Was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Und dass es krass cool ist, wenn du aufmachst und sagst, vielleicht fange ich nicht nur an, bei meinem Kind rumzudoktern, zu sagen, der muss jetzt Nachhilfe machen, der soll. Oder der stört oder ist nervig oder so anstrengend, was auch immer. Sondern vielleicht auch mal zu sagen,
was will ich eigentlich überhaupt für mich als Mutter, für eine Mutter sein, für einen Vater sein? Wie wollen wir Eltern leben? Ja. Wie wollen wir Familie leben? Ja. Ja? Weil das, wenn wir das wieder begreifen, ich glaube, es gibt momentan so eine große Diskrepanz zwischen dem extrem unschön, was wir vielleicht als Kinder erfahren haben von zu Hause, also zu viel Strenge, mhm, zu große Freiheit, und dazwischen ist ja ganz viel graue Palette. Ja. Ja. Und wir haben heute die großartige Möglichkeit, durch so viel Angebot im Netz sich Persönlichkeit zu bilden, auch da weiter zu wachsen, dass es super genial ist, wenn du dich da aufmachst und dann deine Kinder dabei begleitest. Ja. Weil die heute definitiv was anderes brauchen, als das, was wir gebraucht haben. Ja, richtig. Ja? Ja. Und das finde ich auch so spannend, weil wir gar nicht wirklich die Idee haben, wie sehr sich unsere Welt noch verändern wird. Mhm. Ja? Und wir hängen da so hinterher, dass wir einfach unseren alten Kram noch nicht losgelassen haben und dass wir immer noch meinen, sie müssen auch so tough sein, wir müssen sie stark genug fürs Leben machen. Aber ich glaube, es bedarf heute wirklich mehr die anderen Skills, wie man so schön sagt. Richtig. Genau. Ja. Was wirklich wichtig ist im Leben. Ja. Ja, und dafür gehe ich. Also du merkst, ich komme da ins Schwelgen. Das ist schön, schön. Genauso muss es ja sein. Man muss ja brennen für das, was man tut. Ja, genau. Sehr schön. Das verlinken wir alles unten in der Infobox. Mhm, sehr cool. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir werden dich in den nächsten Wochen nochmal wiedersehen. Ja, da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare und auf einen regen Austausch in den Kommentaren und sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.